Jo, was geht, Leute? Hier ist Alberto. Ich wollte auch gar nicht lange stören, ich wollte nur eine klitzekleinigkeit loswerden. Und zwar, wie ihr mitbekommen habt, ist ja die erste Folge von der Sitcom draußen. Also wir haben es gleich knallhart, voll übertrieben, gleich reingehauen. Samut, hast du mit diesem weißen Zeug aufgehört denn? Naja, ich hab davon die Nase gestrichen voll. Die erste Folge wollen wir einfach mal schauen, so wie die Leute reagieren. Es gibt natürlich auch immer ein paar Leute, die sagen, ja, war Träumglitzweisamkeit, das war ein bisschen besser und hier. Aber es geht ja nicht um besser und es geht auch nicht um schlechter und hast du nicht gesehen. Es geht darum, immer was anderes zu machen. Das heißt, war Träumglitzweisamkeit, jetzt eine Sitcom, als nächstes können wir auch mal gerne was Ernstes machen. Kein Problem. Ich habe meine E-Mail-Adresse auf meiner, das darf man ja nicht sagen, auf meiner YouTube-Seite. Und da könnt ihr auch mal draufklicken und könnt auch einfach mal, was weiß ich, Vorschläge machen. Wir haben mal was Ernstes gemacht, zum Beispiel wie Saw, was Gruseliges. Ah! Ah, Scheiße! Ah! Da haben wir auch mal was gemacht wie Crank, sowas richtig actionmäßiges. Ah! Alberto vs. Flying Uwe. Worauf ihr Bock habt, das können wir machen. Wir können auch mal was Trauriges machen. Richtig so auf romantisch. Mir ist es eigentlich vollkommen schnuppe. Es gibt halt immer von jeder Serie 9 Folgen. Und ein paar Leute werden immer sagen, hey, das, was du machst, ist voll scheiße, man, du hast das voll nicht drauf und hast du nicht gesagt. Aber hey, ganz ehrlich, wer Heino nicht mag, der geht auch nicht auf Heinos Seite. Oder nicht? Ich zwinge keinen, die Videos zu gucken. Hä? Das war aber nicht, warum ich, das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich hier bin. Gerade. Sondern, ich kriege auch ein paar Nachrichten, wo drin steht, ja, Alberto, das, was du machst, ist wirklich cool, aber kannst du nicht mal wieder ein bisschen Beatbox machen? Ich kann es verstehen. Viele von euch haben mich nur als Alberto, den Beatboxer, kennengelernt. An dieser Stelle erstmal großes Dankeschön. Ich mache jetzt auch schon ein paar Jährchen Beatbox und bin aber immer noch gut dabei. Immer jedes Wochenende noch Auftritt. Hier hast du nicht gesehen und bla und blub und alles schön und cool. Aber halt im Internet, bei YouTube, aber da sind halt auch die meisten Leute, die es sehen, will ich mich halt auch ein bisschen weiterentwickeln. Das heißt, ich will auch einfach ein bisschen so Filmchen machen, weil ich studiere Film und Animation. Und das ist halt meine Zukunft. Es geht mir gar nicht darum, vor der Kamera rumzuhampeln. Ich mag es viel lieber zu schreiben, die Storys zu schreiben und hast du nicht gesehen, mit meinen Freunden zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich das eigentliche Ziel von mir. Und deswegen müsst ihr das halt auch verstehen. Aber hey, ich lasse euch nicht im Stich. Ich habe mir was überlegt. Und zwar, ich habe ja noch einen anderen Channel, Hamburger Hänger. Hier oben, der Link. Und wenn da viele Leute abonnieren, dann werde ich auf den Hamburger Hänger Channel einfach immer reine Beatbox-Videos reinpacken. Das heißt, ich kann auch immer unabhängig von Albertos Channel die Beatbox-Videos reinpacken, sodass für jeden was dabei ist. Aber wer mehr Bock hat auf Beatbox, der checkt das ab. Wer mehr Bock auf andere Sachen hat, checkt das ab. Es kommen noch ein paar COD-Videos. Ihr wisst, ich bin COD-süchtig, ich kann nicht mehr anders. Geile Gefangenen, Kameraden! Davon werde ich auch noch ein paar Videos machen. Und nochmal zu Sitcom zurück. Hier mal ein kleiner Einblick in die zweite Folge. Ey, das sieht schlecht aus, Mann. Ruf mal einen Pfannendienst. Wozu denn? Wir haben doch schon eine Pfanne. Und man fühlt sich wirklich affig dabei. Also ich habe mal einfach aus der letzten Folge so ein paar Outtakes zusammengebastelt. Ihr könnt da ja mal reinschauen. Man kommt sich schon echt ziemlich blöd vor. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald zur nächsten Folge. Bleibt wachsam, sie ist bald online. Dauert noch ein paar Tage, aber dann kommt's. Ich wünsche. Oh, ich muss auflegen. Hey, alles klar? Kamera läuft. Und Action. One out. Then the man. One out. Then the man. Was geht ab? Was geht ab? Da noch nicht, was geht ab? Noch. Then the man. Nochmal, wer denn? Lass das übertriebs hässlichste Grinsen aus, was du hast, Digga. Ey, Joel! Was los denn? Ich nehme einen von der Süßigkeit, okay? Das ist schon kalt. Das war gut, okay. Oh, nicht so schnell, denn. Was ist denn los, Herr? Nix! Du solltest nur nicht so schnell machen! Ja, ich nehme einen von der Süßigkeit, okay, ja? Wow, 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 warte, nicht so schnell, denn. Was ist denn los, Herr? Nix! Du solltest nur nicht so schnell machen! Nicht so schnell, denn? Was ist denn los, ja? Nix! Du solltest nur nicht so schnell machen! Warte, halt. Was denn? Du hältst die Schüssel genau vor die Fresse, Digga. Achso, okay, alles klar. Okay, gut.